Willkommen, Freunde der gepflegten Total War Multiplayer Schlachten. Heute etwas ganz Besonderes, und zwar ein Domination Battle, das letztens auf dem Discord zwischen MFG und Renegade Slayer stattgefunden hat. Ich werde sie ab jetzt nur noch Dunkelelfen und Norskan nennen. Ich bin persönlich ja bisher noch kein großer Freund der Domination Battles gewesen, aber die Community versucht mich davon zu überzeugen und schickt, sagen sie mir, die besonders guten Replays ein, und ich gebe dem gerne eine Chance. Ich meine, es sind auch viele Patches mittlerweile zwischen dem ursprünglichen Release von Domination gekommen und natürlich jetzt, deswegen, und wenn ihr mehr Multiplayer und sehen wollt und Domination, lasst natürlich gerne den Daumen hoch da. Wir gucken uns erstmal genau hier alles gemeinsam an. Wir haben auf der linken Seite 10 von 19 verbleibenden Einheiten von MFG und Renegade Slayer 12 von 23 verbleibende Einheiten. Wir kriegen übrigens mit einem der letzten Updates wurde, das habe ich gelesen, aktualisiert, dass man jetzt von Anfang an diese Punkte erobern kann und nicht erstmal so eine kleine Todzeitperiode überstehen muss. Die Versorgung tickt Stück für Stück hoch, 15 pro Sekunde. Und wenn man so ein Ding hat, bekommt man noch mehr. Für alle, die diesen Modus nicht kennen, es geht darum, diese drei Siegespunkte hier zu erobern. Einheiten können an diesen Punkten, wo diese Verstärkungssymbole stehen, gespawnt werden, wobei dieser Verstärkungsvorhut-Symbol für Einheiten ist, die Vorhutstellung haben, und die anderen, ja, für alle anderen. Die Dunkelelfen haben Schwestern des Gemetzels dabei, direkt von Anfang an. Hohe Nahkampfabwehr plus physische Resistenz, 20% ist gut. Eine Blutqualmedusa, die meiner Meinung nach nur vollkommen als lächerlich und witzlos OP bezeichnet werden kann. Ich, als ich die in dem Kampf gegen mir gesehen habe, dachte ich, das ist ja unglaublich. Nahkampfbestie und im Fernkampf absolut zerstörerisch. Ich bin mal gespannt, ob ich vielleicht nur Dummheiten gebaut habe oder das Ding wirklich so unvorstellbar stark ist. Es macht sogar Explosionsschaden 30 mit 5 Salben. Boah, okay. Hexenkriegerin, eher ein bisschen glaskanonigerisch, um gegnerische leichte Einheiten zu vertreiben. Ein paar Schreckenspeere vorne, die den mittleren Punkt wahrscheinlich einnehmen sollen. Und auf der rechten Flanke Hexenkriegerinnen und Dunkeldorn. Also ziemlich viel bewegliches Gedöns. Eine Erzzauberin natürlich mit dem Todeszauber, weil keine anderen Zauberer momentan viable sind. Abgesehen von Todeszauberei und Heilungszauberei, niemand nimmt noch was anderes mit. Vielleicht noch mit den Skaven, aber Skaven spielt ja auch keiner mehr so richtig, weil sie leider gepowerscreept worden sind. Sei es drum, so ist das Leben. Habe ich alles in den Community, in den Content Creator Discord geschrieben. Ich hoffe, es wird geändert. Wir werden sehen. Auf der anderen Seite haben wir Wulfric, den Wanderer. Der wandert schön vor sich hin zu Fuß. Ein Schamanenzauberer. Und wir sehen doch jemanden. Was sind das? Kaskadierender Feuerschirm? Ist er verrückt? Hä? Okay. Okay. Was? Das ist okay. Mhm. Und ich meine, okay, immerhin. Der flammende Schädel ist ganz gut, um leicht gepanzerte Einheiten zu vertreiben von irgendwelchen Stellen. Das ist okay. Mal sehen, ob es sich auszahlt. Wir haben Barbaren. Wir haben Barbaren, wir haben Barbarenbeserker, wilde Schlund, Hunde und noch mehr Barbarenbeserker und ein paar Barbarenjäger. Also relativ schnelle Einheiten, um erstmal den ersten Rush zu überstehen. Wir sehen uns das von oben an. Ich meine, glücklicherweise hat der Creative Assembly nach ungefähr einem halben oder einem Jahr die Kartenwahl ein bisschen geändert und dafür gesorgt, dass man jetzt nicht nur auf diesen komischen Schlauchkarten spielen kann, sondern auf Dingern, die so halbwegs wie eine normale Karte aussehen. Das hat schon mal einen Riesenunterschied gemacht. Drachenschern, Ortszauberin, kommt hier so irgendwo durch die Mitte. Auf der rechten Flanke sind ein bisschen Wald. Muss hier auf jeden Fall, also das Armeegefühl geht hier definitiv nochmal etwas verloren, weil man ja an drei Orten mit kleineren Mengen an Einheiten kämpfen muss, anstatt mit einer in sich zusammengebauten Armee. Man kann seine Einheiten auch immer wieder zurückziehen lassen, also sie auflösen lassen, kriegt man Ressourcen für sie wieder. Die Erzzauberin macht erstmal nichts. Hunde erobern den Punkt auf der linken Flanke, Punkt 1. Die Norska erobern sich auch gerade, Punkt 3. Und der Punkt 3 definitiv gerade dominiert von Norska. Da können eigentlich diese Schwestern des Gemetzels wahrscheinlich nicht dagegen halten. Da sind die Norska viel, viel zu stark und sie drehen sich auch wie erwartet um. Jedenfalls die eine Einheit. Auf der linken Flanke sind die Hautwölfe mit Panzerung gerade dabei, sich zu überlegen, ob sie vielleicht gegen die Hexenkriegerin kämpfen oder nicht. Die Antwort lautet, sie haben sie nicht gesehen und werden nun gecharged, was für sie ziemlich schlecht ist. Auch im Zentrum gibt es einen Kampf, aber der große Kampf findet erstmal hier am Punkt 3 statt. Meine Fresse, da war, oh meine Güte, ich nehme alles zurück, flammender Schädel, bester Zauberspruch aller Zeiten. Oh meine Güte, und er geht auch noch fast durch die zweiten Hexenkriegerin, Wahnsinn. Okay, oh meine Güte, okay, das war ein mega guter flammender Schädel, also da wusste offensichtlich
Renegade Slayer was, was ich nicht wusste. Und auf der anderen Seite wird die Blutqualmedusa direkt angegriffen, versucht hier zu entkommen, um weiter in den Nahkampf reinzuschießen. Wir können uns natürlich nicht alle Seiten gleichzeitig angucken, aber immerhin eine. Die Blutqualmedusa interessiert mich besonders. Sie hat immerhin schon 15 Kills gemacht, aber nun zieht sie sich irgendwohin zurück und schießt sie. Die Antwort lautet, sie konnte nicht schießen, Wulfric der Wanderer hat sie in den Rücken geprügelt. Gute Arbeit, die hat's verdient, die Sau. Wie sieht's auf der rechten Flanke aus? Punkt 1, da werden die Hautwölfe, die gepanzerten, gerade zerrissen. Kein guter Ausgang für die Norska auf dieser Seite momentan. Im Zentrum sieht's allerdings ein kleines bisschen besser aus. Barbarenberserker sollten den Kampf gegen die Schreckenspiere gewinnen. Aber sobald die Erzzauberin zurückkommt, wird da natürlich alles vernichtet. Auf der linken Seite sehen wir, MFG hat gerade 900 Ressourcen übrig zum Holen von neuen Einheiten. Renegade Slayer weniger. Wir sehen zum ersten Mal ein Regiment Höllenfeuer-Runenleser mit reinkommen. Außerordentlich hohe Geschwindigkeit mit dem Extra-Bonus mit niedrigem Blitz des Verderbens und der Seelenfeuer in den Kampf zu kommen. Um nochmal mehr Schaden zu machen. Sehr gute Damage-Dealer gegen leicht gepanzerte Truppen. Momentan, ja, ist das Spiel auf jeden Fall noch relativ offen. Interessant ist die geübte Mörderfähigkeit, die irgendwie wahrscheinlich relativ wenig machen wird. Ich weiß jedenfalls, sie wird einmal aktiv sein, dann für eine Weile helfen, aber dann ist sie für immer weg. Das heißt, vielleicht Domination-Schlachten nicht ganz so gut für Dunkelelfen, aber wird sicherlich auf andere Art und Weise gebalanced werden. Langschiff wurde von den Norska direkt durch die Schreckenspeere gezogen. Die Schreckenspeere haben sich übrigens ansonsten sehr, sehr gut gegen die Barbarenberserker gehalten. Liegt natürlich an der 42 Nahkampfabwehr. Das lässt sie immer sehr, sehr lange sehr gut stabil werden. Gute Damage-Sprüche der Norskas kann man nicht anders sagen. Die wilden Schlunde werden vom Seelenraub einmal zerlegt und ja, machen sich jetzt erstmal auf den Weg woanders hin. Höllenfeuer-Runenleser sperren alles ein, inklusive Wulfric. Da haben wir einen flammenden Schädel gesehen. Der hat diesmal allerdings immerhin noch ein bisschen Schaden gemacht, aber hielt sich in Grenzen. Ich frage mich, ob die Feuersäule oder das sengende Verderben oder wie das Ding heißt. Oh, er ist nochmal zurückgekommen. Ach ja, klar, weil diese Windsprüche, die prallen von Wänden ab, kam er nochmal zurück. Aber sieht gut aus. Dunkelelfen haben hier im Zentrum gewonnen. Die Norska kommt zurück. Klar, es kommen ja immer wieder Verstärkungen. Es kommen haufenweise Barbarenberserker. Ideal gegen Hexenkriegerinnen. Aber die Hexenkriegerinnen sind auch dazu gut, die Barbarenberserker auszuschalten. Wer gewinnt gerade? Da hat gerade die Medusa geschossen. Jetzt zeig mal, was du kannst, Medusa. Mir hat sie ganze Regimenter mit einer Salve kaputt gemacht. Und auch hier bleibt sie weiterhin sehr gefährlich, wobei die Positionierung der Barbarenberserker wohl gerade so ist, dass nicht ganz so viele gleichzeitig getroffen werden. Oh, meine Güte, die neuen Barbarenberserker direkt wieder tot. Das ist nicht gut gelaufen. Kampfwurstformation der norskanischen Kriegshunde haben dafür gesorgt, dass der Angriff gegen die Dunkeldorn eher so mäßig geworden ist, aber sie werden die linke Seite wahrscheinlich trotzdem angreifen. Das ist schon ganz interessant. Man muss ja links, Mitte und rechts beachten. Alle drei Punkte müssen irgendwie gesichert werden und man darf sie nicht verlieren. Also, und wenn ein Gegner auf der einen Seite stark ist, kann er eben auf der anderen Seite wiederum schwach sein. Frostfeuerdrache ist unterwegs, versucht sich die Erzzauberin mit Tod zu schnappen, die sich wiederum mit Wulfric dem Wanderer beschäftigt. Mal sehen, ob sie sich dadurch vertreiben lässt. Oho. Oh, Wulfric der Wanderer hat sein Menschenjäger gecastet und die Erzzauberin mit Tod hängt fest. Sehr schön gemacht und ein paar Hautwölfe hätten sie beinahe eingesperrt, wenn sie nicht aus Panik direkt wieder geflohen wären. Wird irgendjemand der Zauberin helfen? Es kommt schon Hilfe. Aber so richtig gut geht es hier nicht. Wulfric der Wanderer allerdings auf der Flucht. Vielleicht kann man den auch auflösen. Ich weiß gar nicht, ob die Funktion mittlerweile noch vorhanden ist. Wir sehen die Punkte. 525 Punkte auf der Seite von den Norska. Norska fressen gerade hier mit ihren Hunden auf der linken Seite die Schreckenspeere auf. Gute Arbeit. Werde gedacht, dass sich Schreckenspeere von ein paar Hunden auseinandernehmen lassen. Eigentlich sollten die, sobald sie ihren Ansturmbonus nicht mehr haben, gar nicht mehr so gut funktionieren. Aber sie greifen ja von allen Seiten an, kriegen deswegen auch Flankenangriffsbonus und so. Da sieht das alles schon wieder besser aus. Hier im Zentrum gibt es das riesige Gemetzel. Erzzauberin scheint entkommen zu sein. Und kämpft gerade zusammen mit ihrer Medusa, Blutqualmedusa, bei 58 Kills, 1263 Schaden. So richtig mega heftig war sie in dieser Schlacht, glaube ich, bisher noch nicht. Die Schlacht ging 7 Minuten, sie hat schon 1200 Schaden gemacht. Ist jetzt auch nicht furchtbar. Ja, aber Wulfric hat auf jeden Fall Angst.
Die Blutqualmedusa zieht sich zurück, zeigt uns, was sie so schlängeln kann. Und da kommt der nächste flammende Schädel. Oh, der nächste flammende Schädel wollte die Klingen der Blutqualen zerstören. Aber, ja, gar nicht mal so übel vom Damage her. Gar nicht mal so übel. Aber gegen gepanzerte Einheiten macht der flammende Schädel eher etwas weniger Schaden. Frostdrache, gebunden von einigen Höllenfeuer-Runenlesern mit magischen Angriffen. Ist ihm aber egal. Ah, zwei monströse Bestien hier im Zentrum. Wer hat einen Zauberspruch jetzt zur Verfügung, um hier zu unterstützen? Okay, das Ganze ist ziemlich chaotisch. Immerhin Norska sind im Besitz von Punkt 3, den geben sie auch nicht mehr so schnell weg. Und die sind gerade vom Siegespunkteverhältnis sehr, sehr weit vorne. Geübter Mörder ist aktiv, aber ist es auch weiterhin aktiv? Nee, die geübte Mörderfähigkeit ist schon lange wieder abgeklungen. Und die Hunde eigentlich eine gute Niedrigpunktwerte Einheit. Kostet ja nicht so viel. Ist sehr schnell. Fressen jetzt hier die Dunkeldorn auf. Aber jetzt kommen die Elite-Einheiten. Henker von Haganeth. Gegen die haben die Hunde eher weniger Chance. Hohe Rüstung von 100. Nahkampfabwehr von 34. Allerdings schlecht. Das heißt, wenn man mit den Hunden die Henker von Haganeth von mehreren Seiten angreift und charged, kriegt man die auch kaputt. Wenn man natürlich das Micromanagement dafür aufbringen kann. Ja, sieht eher nicht so gut aus für die Dunkelelfen, momentan jedenfalls, was Siegespunkte angeht. Runige des Hundes, Barbaren, Berserker sind im Zentrum durchgegangen. Was auch schön ist für sie, ist eigentlich, dass sie hier physische Resistenz erhalten. Bis zu 20%. Und zwar wann eigentlich? Wirksamkeit steigt mit der Zeit, in der sie im Nahkampf sind. 20% physische Resistenz und 13 Nahkampfangriffsbonus. Das ist schon eine Menge, wenn der Kampf lange andauert. Aber die Klingende Blutkönigin sollte eigentlich trotzdem gewinnen durch ihre überlegenen Nahkampfwerte. Und jetzt haben wir auch ewig viel Rüstung. Und Rolling des Tones ist einfach nicht so viel rüstungsdurchbringenden Schaden. Oh, da ist die Blutqualmedusa wieder. Da ist die Blutqualmedusa und macht den Sack jetzt, glaube ich, dich. 1500 Gold wert Schaden. Ah, es ist jedes Mal tödlich. Wo ich mich frage, warum meine Skinksammeln in einer Schlacht wirklich vollkommen vernichtet worden sind. Wie sieht es eigentlich hier aus? Drache und Erzzauberin auf Drache kämpfen gerade auf zwei unterschiedlichen Ebenen. Ebenen sind anscheinend nur scheinbar da, aber nicht wirklich. Ah, es gibt eigentlich keine Ebenen. Das ist nur Spaß, dass das alles so aussieht. Okay, Chaosfrostdrache flieht. Kommt wahrscheinlich nochmal zurück. MFG hat viel Geld in der Hinterhand und sieht so aus, als hat er fast alle Positionen zurückerobert. Punkt 1, Punkt 2, nur noch Punkt 3 ist in den Händen von Renegade Slayers Norska. Immerhin, der Erzähler ist hier noch dabei und gut gelaunt. So einen Siegespunkt kann man mit jeder Einheit prinzipiell erobern, außer fliegenden Einheiten. Es gibt da so einen neuen Einheitenwert, der nennt sich Capture Strength. Und gerade Infanterieeinheiten erobern viel schneller. Und je single-entityiger die Einheit wird, desto länger dauert das Ganze. Ach, durch die Unterstützung. Wer gewinnt hier? Oh, meine Güte. Das ist einer der Nachteile der Medusa. Die Salve hat gerade die Schwestern des Gemetzels selbst vernichtet. Also, man muss schon ein bisschen mit dem Ding aufpassen. Oh meine Güte, ich glaube auch die Salve hat eher mehr Schaden an den eigenen Truppen angerichtet als am Gegner. Ja, Thema. Können Fernkampfeinheiten und Schießpulvereinheiten die verbündeten Einheiten treffen? Okay, das können sie auf jeden Fall. Meine Güte, es ist ja die schlimmste Einheit aller Zeiten. Oh, jede Salve ist wirklich außerordentlich schmerzhaft. Die armen Barbarenberserker. Immerhin haben sie jetzt ihren kaskadierenden Abwehrschirm gehabt für 24 Nahkampfabwehr. Es hat sich gelohnt. Immerhin tötet endlich mal jemand die Blutqualmedusa. Aber auch im Nahkampf mit Bonus gegen Groß und 42 Nahkampfabwehr ist sie schon echt eklig. Okay, die Hunde haben sich doch dagegen entschieden, ihr noch weiter zu verfolgen. Punkt 1 wird gerade von niemandem so richtig gehalten. Da könnte jemand rein. Ich habe das Gefühl, es gehen gerade den beiden Spielern die Einheiten aus, aber sie sparen beide gerade Punkte an. 1500 für Renegade Slayer. MFG hat gerade 300 Punkte ausgegeben für irgendeine günstige Einheit. Und gerade noch mehr Punkte ausgegeben. Wo landen sie denn alle? Okay. Immerhin Bestien von Tashna spawnen gerade rein. Die Blutqualmedusa versucht zu entkommen. Mal sehen, ob sie es schafft. 1000 Lebenspunkte hat sie. Und meine Güte, viel Masse hat sie anscheinend nicht.
umfahren kann sie. 832 und sie kommt davon und darf ein weiteres Mal auf ihre Gegner schießen. Oh, das sind Hunde. Immerhin, Noskanische Krieg. Und da ist die Blutqualmedusa totgeworfen worden. Gute Arbeit, Barbarenjäger mit Wurfspeeren. Gute Arbeit. Beste Aktion. Das ist eine coole Einheit. Also, die Barbarenjäger mit Wurfspeeren waren jetzt für eine Zeit lang mega gute Einheit der Norska. Sind es prinzipiell immer noch, aber andere Fernkampfeinheiten, insbesondere Plänkler Kavallerie, hat ihnen etwas die Show gestohlen. Ich glaube, Creative Assembly hat die Plänkler Kavallerie vielleicht einen Hauch zu gut gemacht vom Gefühl. Oh, da kommen die Höllenfeuer-Runenlaser. Die wurden, die Barbaren wurden mit Seelenvolle beschädigt. Aber sie sind nicht angegriffen worden von den Höllenfeuer-Runenlasern. Ich glaube, das war ein Fehler. Denn der richtige Damage kommt von den Barbarenjägern. Eher weniger von den Hautwürfen im Hintergrund. Guck ich mal das an. Ah, oh, niemand kümmert sich um die Barbarenjäger hier. Sowas kann natürlich passieren. Ja. Ich meine, okay, die Hautwürfe waren bestimmt auch nicht so hilfreich für die Runen, Höllenfeuer-Runenlaser, aber ich glaube, der Mega-Damage-Kampf von den Barbaren, oder? Ja, doch, die haben vorher 800 Damage, jetzt haben die 1500 Gold wert. Die haben die Höllenfeuer-Runenlaser praktisch ganz alleine vernichtet. Es sind gute Einheiten, ja, die machen schon Mega-Schaden. Insgesamt 15 Bonus gegen Groß, das ist halt schon richtig, richtig übel. Also noch zusätzlich zum normalen Schaden, den sie machen. Und auf einmal sind die Dunkelelfen vollkommen zurückgedrängt. Vollkommen zurück, oder? Nee. Ich weiß, es ist schwer zu überblicken, was eigentlich passiert hier in diesen Schlachten. Es tröpfeln immer neue Einheiten mit rein. Ein Armeegefühl, es ist halt anders. Ja, es ist jetzt nicht mehr diese stabile, stehende Armee. Und okay, Armee-Feeling ist auch mit seit Total War 1 auch immer schwächer geworden. In Total War 2 und Total War 3, weil die Single Entities und monströsen Einheiten immer mehr dominiert haben. Aber er ist nie ganz weg. Ich meine, mittlerweile ist es auch so. Total War ohne Helden und ohne Monster. Das wäre nicht mehr Total War. Und das wollten wir wahrscheinlich auch alle gar nicht mehr spielen. Es hat sich auch, alle Mechaniken sind Richtung Single Entity gegangen. Hinten im Hintergrund schön ist nochmal auch ein Höllenfeuer-Runenlaser-Angriff, glaube ich, auf die Hautwölfe gegangen, die jetzt damit vernichtet sind. Die Dunkelelfen wieder in Führung. Was können die Norska ihnen entgegensetzen? Ich meine, viele haben sie nicht. Ein paar Barbaren im Zentrum. Auf der anderen Seite sind die Dunkelelfen auch ziemlich entleert. Schöner Angriff mit den Hunden in die Henker von Haganeth. Das sollte durch den Ansturmbonus wahrscheinlich dafür sorgen, dass die Henker hier auseinanderfallen. Ja, sieht man, die machen schon schön viel Schaden. Darf man nie vergessen, wenn die Nahkampfwerte von so einem Regiment zwar niedrig aussehen, gerade wenn sie schnell sind, kriegen die echt viele Boni. Hier lohnt sich es jetzt gerade auch. Die Schwestern des Gemesses kriegen sie jetzt hier mit Sicherheit kaputt. Aber naja, ein Nachteil der Total War Engine ist, mit solchen Engpässen kommt sie auch nicht so ganz zurecht. Dann sieht das alles manchmal ein bisschen sehr merkwürdig aus, wie sich die Einheiten positionieren. Und die Kampfwürste sind immer noch nicht entfernt worden. Mal sehen, ob sie jemals entfernt werden. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie sind für immer da. Schöner Angriff mit den Harpien in den Rücken der Barbaren, die dafür sorgen, dieser Angriff sorgt dafür, dass sie jetzt fliehen. Da kann auch die Zauberin mit ihrem Entsetzen und Angst nur nochmal dazu beitragen. Erstaunlich, dass sie immer noch lebt. Wulfric ist ja schon lange tot. Also eine Einheit auf Drache, wenn man die gut behalten kann. Immer wieder Damage machen kann. Heilung gibt's halt nicht. Norskar Zauberer wird auch noch getötet. Vielleicht kann er sich einmal umdrehen und sogar ein, zwei Angriffe auf die Erzzauberin machen. Mit seinem Holzstäbchen. Holzstäbchen gegen Drache. Wie sieht's aus? Nee. Nee, geht weg. Okay. Mittlerweile haben Norskar wieder aufgeholt. Die rechte Flanke ist von den Rohlingen des Hundes unter Beschlag genommen worden. Die Schreckenspeere haben da keine Chance. Jetzt kommen außerdem noch Hunde hinterher. Mal sehen, ob wir einen Angriff der Harpien hier erneut in den Rücken sehen. Aber es sieht aus, als gewinnen. Es gewinnen die Dunkelelfen. Dunkelelfen in Grün. Norska haben irgendwie. Jetzt kommt wieder was hinterher. Oh, die Höllenfeuer-Runenlaser töten jetzt, glaube ich, erstmal alles. Das wird richtig übel. Oh, Seelenräuber haben sie auch noch aktiviert hier in den Haufen. Das wird alles vertrieben.
Hier wird alles vertrieben. Die Dunkelelfen müssten das jetzt eigentlich gewinnen. 1442 Punkte bei 1500 hat eine der Seiten gewonnen. Ja, immerhin. Die Rohlinge des Hundes haben den Angriff der Höllenfeuer-Runenleser irgendwie überleben können. Jedenfalls so halb. Und das ist jetzt allerdings zu Ende. GG. Er wusste es. Uns gebührt endlicher Ruhm. Danke. Interessantes Matchup. Ich gebe zu, ich kann das Ganze noch nicht so hundertprozentig lesen wie jetzt eine normale Multiplayer-Schlacht. Wir können immerhin mal gucken, wie die Einheiten performt haben. 5000 Gold bei der Erzzauberin mit Tod. 2000 bei der Blutqualmedusa. Die Hexenkriegerin waren mit 1000 und 1200 dabei. Wie sieht es bei Renegade Slayer aus? Herr Wulfric der Wanderer hat einfach nicht lange gehalten. Feuerzauberer nicht schlecht mit 2000 Gold wert, aber so richtig gegenhalten konnten sie nicht gegen die Zauberin. Auch die Hautwölfe tendenziell underperformed. Es ist halt auch immer eine schwierige Einheit. Groß wird gerne von anderen Einheiten gut getroffen. Ohne Unterstützung ist sie dann auch relativ schnell tot. Ah, die Barbarenjäger mit Wurfspeeren, ideal mit 2000. Was machen die Verstärkungen so? Der Drache, 1000 Gold wert, hat er sich gelohnt? Weiß es nicht. Oder ich weiß es jedenfalls nicht. Noch mehr Hautwölfe, die einen haben immerhin 1300 gemacht. Verstärkung der Hochelfen, 900, 1500 bei Slanisch Sammler. Noch mehr Slanisch Sammler mit 2000 wert. 1300 bei den Henkert von Haganeth. Und auch die Harpien waren nicht übel. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, hat Renegade Slayer nicht so viele Möglichkeiten gehabt, gerade die gepanzerten Einheiten zu kontern. Die Henker von Haganeth, es waren nur zwei da, so viele waren das gar nicht. Ich glaube, die haben da die Seiten schon sehr gut gehalten. 159 Kills, 94 Kills und Punkte für sich behalten, wobei die Hexenkriege eigentlich noch besser gewesen sind. Aber ich glaube, Dunkelelfen, ja, sind, also insbesondere hier das Überleben der Erzzauberin hat richtig, richtig viel gebracht. Kommt die ganze Zeit Zaubercasten, die ganze Zeit Feueratem machen, irgendwo jemanden in den Rücken angreifen, immer Angst und Entsetzen verbreiten. Und Renegade Slayer hat irgendwie gerade gegen diese Drachen nachher keine wirkliche Möglichkeit mehr gehabt. Er hatte seine Barbarenjäger mit Wurfspeeren, die waren gut, aber irgendwie haben sie es nicht hingekriegt, die Erzzauberin zu beschießen. Ja, ich glaube, als es im Zentrum so auf eine Drache gegen den anderen Drachen ging, da hat sich dieses Spiel eigentlich entschieden. Vermute ich jetzt. Was meint ihr? Gerne auch noch kommentieren von MFG und Renegade Slayer. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.